Jetzt ist auch Nicole eingerückt. Jetzt warten wir noch auf Satomi. Der Start steht unmittelbar bevor. Satomi ist hineingegangen. Die Fahne geht hoch. Alle sind in Position und boxen auf zum fünften Rennen in dem BBAG Auktionsrennen. Double or Quits an der Spitze wird gleich abgelöst von Persepolis. Dahinter ist auch Latino an der Außenseite um eine schnelle Fahrt bemüht. Dann folgt weiter an der Innenkante Double or Quits. Die Pferde schon ausgangs zur Gegenseite unterwegs. Persepolis mit dem Kommando. Double or Quits an der Innenseite. Außen daneben ist gleich Say Goodbye. Dann sieht man auch Satomi vor Latino an der Innenseite. Choupette, Ilvi kann aufrücken. Dann Sibelius und dahinter folgt dann an der Innenseite auch Arkon mit Best Spirit. Und an der Außenseite kann jetzt auch Alter Poseidon Boden gut machen. Nicole hat die rote Laterne. Die Pferde sind im Einlauf. Persepolis ist vorne. Persepolis mit dem Kommando. Dahinter kommt jetzt an der Außenseite Satomi angerauscht. Persepolis ist vorne vor. Satomi streckt sich. Persepolis mit dem Kommando an der 400-Meter-Marke. Satomi kommt immer stärker auf und heran mit Martin Seidel. Der legt sich richtig flach auf den Hals des Pferdes. Satomi jetzt an der Spitze und ganz an der Außenseite. Da kommt jetzt Man on the Moon, der wird stärker, aber Satomi ist voraus. Satomi vor Man on the Moon, der streckt sich, der kommt angeflogen an der Außenseite. Man on the Moon wird immer stärker. Man on the Moon oder Satomi. Kopf, Kopf, ein Einlauf nach dem Geschmack von Markus Klug und dahinter dann Sibelius auf dem dritten Platz. Auch dort also Markus Klug zeichnete als für den dritten ebenfalls verantwortlich. Also ein ganz, ganz spannendes Finish auf den letzten Metern, auf den letzten Galoppsprüngen. Und der Richter, der wird das Foto jetzt gleich auswerten. Und wir sind natürlich gespannt, ob es Man on the Moon noch geschafft hat. Vorläufiger Richterspruch, fünfter Rennen in dem BBAG-Auktionsrennen Köln. Nach Zielfotoauswertung ist Sieger die 1, Man on the Moon, mit einem kurzen Kopfvorteil vor der 14 Satomi. Auf dem dritten Platz die 9 Sibelius und viertes Pferd war die 12 Ilvi. Ich wiederhole vorläufiger Richterspruch, fünfter Rennen BBAG-Auktionsrennen Köln. 1 Man on the Moon, 14 Satomi, 9 Sibelius und 12 Ilvi. Ja, und da kommt der Sieger zurückgekentert. Ein wirklich spannendes Finish. So wünscht man sich das. Satomi sah sich schon fast in Sicherheit und dann kommt der Trainingsgefährte Man on the Moon immer besser in die Partie und der Zielpfosten, der steht genau richtig. Für die Programmnummer 1. Man on the Moon aus der Zucht des Gestüts Görlsdorf. Ein See the Moon Sohn, der ja das deutsche Derby gewonnen hat. Ja, was soll man zum Trainer noch sagen? Markus Klug stellt hier die ersten drei Platzierten in diesem BBAG Auktionsrennen. Bei ihm, da kann es ja besser gar nicht laufen. Markus Klug in Köln-Heumar zu Hause und im Sattel Adri de Vries.